So, jetzt bin ich sehr gespannt, ob es wieder knarzt und knirzt. Wir haben ja heute Nachmittag ausgiebige Tests gemacht und ich kann beweisen, dass alles gut war. Und wie ist es jetzt? Nichts knarzt, das ist doch schon mal gut. Ist zwar noch nicht die Hauptkamera, aber immerhin. Ah, scheiß Hochseeschifffahrt. Ja, Dana, das war doch ein schönes Kompliment. Na, du kannst alles sein. Hier, der Stereo hat gesagt, du bist eine hübsche Zitrone. Oder ein Brillenkalender. Domme nennt dich Brokkoli mit Schnitzel. Siehste. So, du kannst also so viel, du bist so vielseitig. Das ist, ich meine, wer ist das schon? Ne? Da war gerade ein schönes Nebelhorn, siehst du, Stereo? Ich habe Nebel gehornt. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür, ne? Was sagen die denn auf so einer Brücke? Sagen die Sergeant? Nebelhornen Sie? Ja, ne? Wahrscheinlich. Also ich würde das sagen. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Sergeant an Bord? Sergeant Nebelhornen Sie. Ja. Gehornt hört sich nicht so gut an, meinst du? Ja. Ich war übrigens gerade bei der Lumen in dem Bücherwahnsinn in ihrer lustigen Vorleserunde. Das war echt schön. Ach so, Captain, Bootsmann, Steuermann, Maat, Lumen. Ja. Ja, das war ganz schön, tatsächlich. Also, da sind ja schon sehr viele talentierte Leute hier auf Twitch unterwegs, ne? Kann man ja sagen, was man will. Die können schreiben, die können lesen, die können vorlesen, die können, ja, kochen. Ne? Also wahnsinnig viel Talent. Der Simme! Nabend! Dana sagt, ich habe übrigens so dolle Rückenschmerzen, ich kann nicht nach links gucken. Du, dann setz dich doch nach links. Da musst du da nicht hingucken. Ja, ich habe immer gute Tipps. In 3 Wochen werde ich 28. Was ist denn in 3 Wochen? Was ist denn das dann? Der 28. Nee, der 21. Am 21. bist du 28? Verrückt. Das ist ja ein Zahlenrätsel. Am 26. wirst du 28. Guck mal, dann bist du zusammen. 26 plus 28 ist 54. Boah, krass. 54, da ist ja die Quersumme ist 9. So, und 9 ist 6 plus 3. Und das ist ja der Geheimcode für 3 mal 6. Und da haben wir es wieder. 666. Boah, krass. Krasser Scheiß. Wo hatten wir das denn zuletzt? Diesen Teufelskult, den du da losgelöst hast. Gefällt Dana und 666 anderen, ne? Beim Bronca-Post. So ist es. Mann, 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 Dana. Was war denn heute im Kalender? Ja, Stereo, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich gucke da jetzt gleich mit euch rein. Also ich streame jetzt nicht jeden Tag, keine Sorge. Aber ich, für heute habe ich nochmal gedacht, so, ach ja, ich hatte Lust. Ich hatte Lust. The Real Hellcat. Schön, dass du da bist, Micha.
Booby. Sag mal, Booby ist aber, das ist aber auch wieder verdorben, Dana. My Booby. Bitte. Jetzt benimm dich, ne? Wir gehen gleich hier auf Sendung. So. Also, ich habe gehört, er streamt jetzt täglich, bis der Kalender leer ist. Ja. Booby. So. Zack, Hauptkamera an. Da sind wir. Also ich, nicht wir. Weil Hanno ist ja nicht da. Der kommt ja immer nur hier am Heiligen Montag hin. Briefmeister. Guten Abend, Tag. Schön, dass du da bist. Fantastic Shark ist auch völlig, völlig aufgeschmissen. Was soll das hier? Dienstagabend? Ja, ich wollte heute Abend mal die Statistiken der anderen Streamer zerstören, indem ich jetzt hier, heute ist Follower-Streamstag, ja, der Follower-Streamstag, und ich gehe jetzt hier auf 8000 Follows hoch. Ja. 8000 Follows. Oh nein, es knarzt doch nicht, das kann nicht sein, Dana. Wir haben alles getestet. So, Follower Stream Stark. Siehst du, der Simme, der findet das gut. So ist es nämlich. Der Simme und ich, ne, wir haben hier so ein Humorlevel. Ja, so ist es. Und Fantastic Shark sagt, ist das der Bruder von Abo Montag? Ja. Exorzist, Nabend. Stereo gefällt mein Shirt, ja. Mir auch. Guck mal hier, ich habe, seht ihr übrigens, ich habe massiv abgenommen, weil ich eben eine halbe Stunde Fahrradfahren war. Weggeschmolzen. 8 Kilo. Einfach wegtrainiert. Ja. Mitmachwoch. Mein Gott. Mitmachwoch. Hilfe, das ist aber schwer. Abo-Montag. Also ich finde Follower-Stream-Tag ist super. Jetzt muss es nur funktionieren. Das klappt ja nicht, ne? Ja, das habe ich schon gelernt. Dönerstag ist auch schön. Blupsi, schön, dass du da bist. Christoph ist auch da und sagt, hör bitte mit dem Sexual Content ab. Wie soll das abhören? Und nein, du hast nicht abgenommen. Also ist eine Frechheit, diese Community. Da ist einfach Hopfen und Schmalz verloren. Ne? Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, pass auf, wir gucken jetzt als allererstes mal in den Kalender. Ich habe ja von Stereo diesen wunderschönen Adventskalender bekommen. Ich habe noch kein Türchen aufgemacht. Wir gucken jetzt mal. Könnt ihr mir mal sagen, wo die 1 ist? Guck mal bitte, wo ist die 1? Wo ist die 1? Blupsi sagt, er trägt das Shirt extra für Dana. Er schickt es morgen los, ungewaschen. Himmel hilf. Ich kann da so einen OnlyFans-Kanal aufmachen, oder? Und da verschicke ich dann Dinge, die ich nicht mehr waschen will. Auf dem Kalender Kartoffel in der Schüssel. So. Kartoffel in der Schüssel. Zack! Das ist genau der richtige Tipp gewesen hier. Der Simme, Dankeschön. Kartoffel in der Schüssel. So, wollen wir nochmal gucken. Oh, passt auf. Ich gucke nicht. Nur ein bisschen. So, was haben wir? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich kann es nicht erkennen. Ach, wie schön. Das ist ja super. Guck mal. Warte. Falsch. Falsch. Lebkuchengewürz. Das ist ja cool. Ein Tütchen. Lebkuchengewürz. Cool. Und da ist drin, erste Zutat, was ist die erste Zutat? Was ist die erste Zutat? Fantastic Shark hat recht. Zimt. So, der Simme, Zucker nein. Und Dana war ein bisschen langsam. Zimt, Orangenschalen, Koriander, Zitronenschalen, Sternanis,
Fenchel, Muskatblüte, Muskatnuss, Nelke, Kardamom. Finde ich so super. Ja, was mache ich denn jetzt mit meinen ganzen Gewürzen? Ich tue die wieder rein, ne? Ich tue die wieder rein. So. Dann kommen sie nicht weg. Wasser. Richtig. Nee, Dana war nicht zuerst. Es ist aber auch immer ein Druck hier, ne? So, ich habe schon das erste Follow. Harry Potter hat mir ein Follow dagelassen. Dankeschön. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ich muss mal gerade gucken. Ich habe das ja hier auf der Uhr eingeblendet. 4.500, ne? Das sind ja nur 3.500 Follows. Das sollte möglich sein, denke ich. So, der Simme sagt, und am 24. werden alle Gewürze zusammengemischt. Genau so ist es. Genau so ist es. So, und Dana sagt, egal, Sharky, egal, der mobbt ja Nut. Ja, der nicht, ich mobb Nut. Ich hasse den Nut, auch ehrlich, ey, das ist ein Typ. Nut, den mobb ich, wo ich nur sehe. Und wir werden natürlich am 24. nicht alles zusammenmischen. Nein, das machen wir nicht. Ob man sich aus dem Beutel einen Tee machen kann? Was meinst du, aus dem Lebkuchengewürzbeutel? Hä? Das ist aber ein bisschen widerlich, oder? So, Dana sagt übrigens, dein Team hat das heute sehr gut und witzig gemacht. Fand ich auch. Fand ich auch. Ich habe auch allen nachher gesagt, das ist eine sehr gute Premiere gewesen und ich bin guter Dinge. Jetzt haben wir schon 4 schöne Shows auf dem DEFCOM-Kanal. Es geht in die richtige Richtung. Wenn der Hellcat jetzt mal langsam fertig würde mit seiner Arbeit da. Aber gut. Ja, das kann nicht jeder so schnell programmieren wie ich. Ja. Mal gucken, ob er noch zuhört. Er ist dran. Ja. Hör mal, Hellcat, was meinst du? Also ich würde jetzt sagen, wir starten mit den Tutorials und den anderen Sachen im Januar. Ist das in deinem Sinne? Machen wir uns gar keinen Stress. Du kannst über Weihnachten, Neujahr noch durchprogrammieren. So, Dana sagt übrigens auch, der Micha ist so langsam. Ja. Alles klar, gut. Dann machen wir jetzt auch vielleicht einen Testlauf mit dem DevTalk. Müssen wir mal gucken, ob wir da dann die Leute drauf kriegen, also dass auch das Interesse dann da ist. Ne? Und das wäre dann Donnerstagnachmittag, vielleicht noch der 15. Dezember wäre das, wenn das bei dir hinhaut. Der Stein von Baumhausen. Moini! Ja, dir auch, Moini. So, also, passt mal auf. Ich nur mal ganz kurz eben hier. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Oh, pass auf. Ich kriege gerade eine wichtige Nachricht. Ja, noch mal gucken. Aha. Oh, das war wieder wichtig. So. Wir sind ja nicht zum... Ah ja, gut. Ich muss gleich mal einmal eben an die Tür. wir sind ja nicht zum Spaß hier heute. Wir sind ja hier, um Brokkoli-Schnitzel zu machen. Hat jemand von euch schon mal selber Brokkoli-Schnitzel gemacht? Brokkoli-Schnitzel, schaut mal. Brokkoli-Schnitzel. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich es machen könnte. Aber hat das schon mal jemand gemacht? Ich habe hier schon mal 2 Kartoffeln hingelegt. Ich habe hier Brokkoli. Ich habe hier heute Mittag gekocht Nudeln. Ich habe so eine Idee, wie das klappen könnte. Eier, Eiweiß, vielleicht noch Semmelbrösel. Na, mal gucken. Der Stein von Baumhausen sagt, nee, nur Blumenkohlschnitzel. Oh, der Reichert bekommt Besuch. Nerdstar! Ja. Wow, das ist ja unfassbar. Da freue ich mich aber sehr. Dirk! Ja. Der beste Dirk. Dankeschön, danke für euren Raid. Das freut mich aber sehr.
Geht's euch gut? Da oben im hohen Norden. Nerds da, Nerds da, Nerds da. Dana hat die mehr so gemacht wie Frikadellen. Also Brokkolischnitzel mehr so gemacht wie Frikadellen. Ich mach die, tja, ich weiß es noch nicht, ey. Ich bin hin und her gerissen. Also ich habe mir Folgendes überlegt, ja? Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Wir kochen gleich den Brokkoli. Habe ich erzählt, warum ich 8 Brokkoli gerade zu Hause habe? Ja, habe ich wahrscheinlich, ne? Falls nicht, erzähle ich es gleich gerne nochmal. Wir kochen den Brokkoli, dann pürieren wir die gekochten Nudeln, weil die haben diese schöne faserige Konsistenz, weißt du? Wo man dann nachher so schön draufbeißen kann. Parallel dazu koche ich die beiden Kartoffeln und dann machen wir so einen Vergleichstest, ja? Einmal gekochtes Brokkoli mit pürierten Nudeln zusammenpressen und gucken, ob das eine schöne Masse gibt. Und dann Kartoffeln mit Brokkoli und ein bisschen Mehl wahrscheinlich oder so zu einer Masse machen. Alles ein bisschen erkalten lassen. Das kommt also einmal ins Gefrierfach für ein paar Minuten. Und dann panieren und in die Pfanne. So, das ist der Plan. Nerdstar, vielen Dank. Ey, wir könnten bald gerne mal wieder so eine Koch-Challenge machen. Die hat großartig viel Spaß gemacht. Das war echt schön. Nerdstar TV, der Micha sagt gerade, Nerdstar TV, willkommen im Game, by the way. Wie im Game? Seid ihr jetzt auch im Verband oder was? Oder wie? Oder was? Das ist schon ein Ding. So, ich muss gleich mal ganz kurz zur Tür. Ich muss mal eben was abgeben. Wenn es gleich schellt, bin ich mal eben weg. Nicht wundern, ne? Wenn ich dann weglaufe. Ich laufe nicht vor euch weg. Ich muss nur mal gerade Eltern Dinge tun. Ach nee, das war im letzten Neuletter. Schön. Ja, das ist ja gut. Herzlich willkommen. Dann arbeite ich ja jetzt quasi für Nerdstar, ne? Krass. Ja, alle Game-Mitglieder, allen Game-Mitgliedern gehört ein kleiner Teil von mir. Valorium, danke für dein Follow und willkommen im Club. So ein Fantastic Shark sagt, hat sich das Brokkoli unerwartet vermehrt. Meine Mutter hatte 85. Geburtstag am Samstag und hat sich gewünscht, Kartoffeln, einen geilen Braten und Brokkoli. Und ich habe Brokkoli gekauft, wie sich das gehört, für einen folgsamen, motivierten Sohn. Und habe dann den Brokkoli hier zu Hause vergessen. Das heißt, ich habe jetzt, wie viel habe ich? 6 Brokkoli im Kühlschrank. Und ich werde mich jetzt diese Woche vom Brokkoli ernähren. Ja, nun. Ja, ja. So, Dana sagt, es sind nur noch 3.499 Follower, weil wir haben nämlich heute den Follower-Streamstag. Ich finde den Namen so gut. Muss ich mir den irgendwie reservieren lassen? Weiß ich gar nicht, ne? Ja, Markenrechtler da. Ist der Dilanor da? Dilanor, komm hier, Auftrag, zack. Followers Dream Stark. Ich hab Spaß, ne? Ich freue mich, ja. Ach Mist, Fantastic Shark sagt, Patent habe ich gerade angemeldet, sorry. Ja, schön. Fantastic Shark. Ex-Kollege. Mittwoch. Mittwoch ist auch gut. Dönerstag habe ich eben gehört. Aber der Dönerstag ist doch der Donnerstag, oder? Ist doch nicht der Dienstag. Ja, nun. Was kann man denn, also Montag, haben wir schon irgendwas Peinliches zu Montag gesagt? Brokkoli mit Schnitzelgarnierung hört sich komisch an, aber schmeckt bestimmt saugut. Ey, wir waren so satt gestern mit unserem Schnitzel-Armageddon hier. Ich muss heute auch ein bisschen üben, um Hanno wieder positiv zu stimmen. Ne? Sonst kommt er nicht mehr hierhin zum Kochen.
So, Dana hat Instagram-Ideen für mich, um meine Kochergebnisse nochmal anders zu präsentieren. Gut, sprechen wir die Tage drüber. Bei uns ist freitags Dönerstag, weil der da im Angebot ist. Ja, gut, das ist ein bisschen unromantisch, Stereo, aber wenn du das so sagst, dann, ja, kann man so machen. Dana hat eine Idee, sagt Fantastic Shark. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne, wenn die Ideen hat. Hanno liegt mit Fettvergiftung im Krankenhaus. Mach Hanno einfach nächste Woche Sushi. Ich könnte Sushi machen, tatsächlich. Aber wenn ich Sushi mache, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist so lange her, ey. Ich hatte mal den Anspruch, dann diesen Reis auch wirklich so zu kochen, wie er bei Sushi sein muss. Ne? Da muss ich entweder von meinem Anspruch lassen, weil das ist ja sehr aufwendig, oder ich mache einfach ganz normalen klebrigen Reis. Ich meine, der Hanno merkt das doch sowieso nicht. Samstagnachmittag. Schön, dass du da bist. Habe ich dir schon Hallo gesagt? Ich glaube nicht, ne? Du Unmensch, Donnerstag ist Dönerstag. Danke. Ich wünsche dir nasse Ärmel nach dem Händewaschen. So ist es nämlich. Ach, Gronkh Stream heißt doch jetzt Mittwoch. Ach du Scheiße. Boah, da muss ich jetzt wirklich hier Streamer, Follower Streamstag. muss ich mir reservieren. So, ich muss jetzt hier, ich kann noch nicht anfangen zu kochen. Ich muss noch warten, bis ich die Sache überreichen kann. Naja, Blupsi, das stimmt schon. Sushi ist gesund wegen Fisch und so. Das braucht Hanno. Hanno braucht gesunde Sachen. Ja, aber der Reis wird ganz häufig in den Sushi-Läden mit ordentlich Zucker gekocht. Und das ist gar nicht so Diätnahrung, wie man immer denkt, aber es schmeckt einfach saugeil. Also ich liebe Sushi. Fang doch schon mal an, den Brokkoli aus dem Plastik zu holen. Pff, bitte. Und dann, wenn ich so richtig im Flow bin, dann muss ich wieder aufhören. Nee, ich trinke lieber noch ein bisschen. Ich habe mir übrigens hier das wunderbare Mönchshof Radler aufgemacht. Meiner Meinung nach bestes Radler, wo gibt. Guck mal. Wenn ihr das noch nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Das ist wirklich grandios. Schon leer. Gibt's doch gar nicht. Ja, aber ich habe eben auch Sport gemacht, deswegen sehe ich ja auch so abgemagert aus. Mal gucken, ist da schon jemand? Nee, noch keiner. Ja. Prösterchen, passt auf. Hat geploppt. Gut, ne? Fantastic Shark trinkt heute Abend einen Faust Schwarzviertler. So was, das habe ich zum allerersten. Es gibt so Worte, die spricht man ja irgendwann bewusst zum ersten Mal in seinem Leben aus. Und das war jetzt so ein Moment. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dieses Wort. Ein Faust Schwarzviertler. So, die Dana trinkt am liebsten nur die Kiezmischung von Astra. Ja. Ist halt schwierig mit Dana, ne? Sepka, super Stimmung. Ja, dir auch. Der MC live. Prost. Ja, dir auch, Prost. So, der Simme sagt, du bist nur noch ein Strich in der Landschaft. Das ist wirklich so, ne? Das ist einfach, wenn... Ich habe es alles wegtrainiert. Ich bin wirklich eine Dreiviertelstunde Fahrrad gefahren. Natürlich auf meinem Trimm-Dich-Rad, ne? Was sagt man denn heute? Sagt man heutzutage Trimm dich Rad? Oder ist man raus, wenn man Trimm dich Rad sagt? Weiß halt gar nicht. Trimm dich Rad. Guck mal, ich habe übrigens von den besten Nachbarn der Welt habe ich noch super cooles Equipment geschenkt bekommen. Nice Dice Slicer. Und zwar, ich habe ja nur einen, mit dem ich so Pommes machen kann. Ne? Und hier ist alles Mögliche drin. Hier ist ein Sparschäler drin. Guckt euch das an. Mit dem kann ich hier so
schälen wie ein Weltmeister. Ja. Nein, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung. Krieg ja nichts. Krieg ja nichts von denen. Hab nichts davon. Aber, guck mal. Da wird Hanno jetzt auch glücklich sein und wird sagen, ja endlich hast du mal einen vernünftigen Schäler. Tada. Nicht schlecht, ne? Weil ich schäle ja am liebsten hier ganz einfach so mit dem Messer. Bin ja so ein Purist. Und ich kann euch gar nicht sagen, was mir besser gefällt. Ich habe immer das Gefühl, so mit so einem Messer zu schälen, ist irgendwie näher am Essen. Ja. Ein bisschen philosophisch der Ansatz. So. Ich habe leider. Oh, da schält es. Pass auf, ich bin sofort wieder da. Ich mach mal eben hier alles stumm. Guck mal, ich habe mich hier noch gemutet, ne? Hm. Ist euch aufgefallen? Also, sagt mal, was seid ihr denn? Seid ihr eher Kneippmesserchen, weil Oma das auch schon gemacht hat? Fraktion? Oder seid ihr so Sparschäler, dynamisch wegschnurpseln? So, jetzt brauchen wir ein paar schöne Töpfe. Weil man kann gutes Essen immer nur in schönen Töpfen kochen. Das weiß ja wohl jeder. Normales Messer, sagt Samstag, Nachmittag. Recht so. Stimmung super gut, sagt der Seppka. Absolut richtig. Das ist, irgendwann muss ich diesen Song mal aufnehmen. Und dann bringe ich den raus. Am besten mache ich das zusammen mit Oldrick. Dann habt ihr alle kennengelernt. Hanno kennt er, Timbuktu kennt ihr. Ulrich, den kennen wir noch nicht. Kitchen Servant, moinsen. Und warum schälen? Weil ich, das sind Kartoffeln. Ich habe leider vergessen, wie die heißen. Die haben eine total grüne Schale noch. Und ihr wisst, ja, ich bin auch jemand, dem das relativ egal ist normalerweise. Aber bei denen hier ist es so grün. Ich finde, das schmeckt man. Und ich habe die jetzt 2-3 Mal mit Schale gekocht. Und schmeckt mir nicht. So. Ja, Dana, was ist das denn bitte? Das ist ja wohl,
Das ist ja wohl hochphilosophisch, was ich hier gerade gesagt habe. Weil das sind Kartoffeln. Ja. Die haben so eine grüne Schale. Der Satz ging ja noch weiter. Ach, ey. Wieso habe ich so intellektuelles Publikum hier? Warum habe ich hier nicht die üblichen Hausfrauen, die Mitte 60, ja, sich mal noch hier bei so einem jungen Hüpfer ein paar schnieke Tipps abholen wollen für ihren Ehemann, auf den sie treusorgend zu Hause warten, ja, seit 40 Jahren jeden Tag. So. Aber nein. Nix. Ich habe Leute, die mitdenken. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm. So, okay. Erstmal lasse ich jetzt die Kartoffelchen ankochen. Dann mache ich hier reichlich Salz, auch in den anderen Topf. Ihr wisst ja, ne, wenn ihr Gemüse, Kartoffeln kocht, es muss immer wie Salzwasser vom Meer schmecken, Meerwasser. Und dann kommt der Brokkoli da rein. Und dann lasse ich den auch erstmal richtig Vollgas kochen. Ich glaube, ich lasse den sogar relativ weich kochen. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Den weich kochen und dann matschig pürieren oder... Nee, ich lasse den nicht so weich kochen. Ich lasse den nicht so weich kochen, damit ich nicht so viel Wasser nachher in der... In der Matsche, nennen wir es mal so. In der Matsche habe, um das Brokkolischnitzel zu machen. Das perfekte Brokkolischnitzel. Ist übrigens ganz schön groovy hier, ne? So, es werden keine Zimtkartoffeln. Lieber Stereo, nein, ich muss dich enttäuschen. Nein. So, Dana, und jetzt hole ich ihn aus dem Plastik. Jetzt ist der Moment, wo ich ihn aus dem Plastik hole. So. Oh, der ist aber wieder fest. So. Zack. Und jetzt kennt ihr das ja schon von mir. Ich versuche gar nicht so wahnsinnig viel von dem... was ist denn hier los? Ach, die Kamera, die hatte eben schon Aussetzer. Augenblick, ich starte mal gerade die Kamera neu. Mal gucken, ob sie denn möchte. Naja, gleich kommt sie irgendwann. So, Kamera. Komm mal hier, komm mal da, Kamera. Augenblick. Die Kamera, die weiß noch nicht genau, dass sie eine Kamera ist. Das hatten wir eben auch schon mal. Augenblick. Wieder aus. Jetzt mache ich sie wieder an. Ja, ja. Na gut. Guck mal, jetzt will die Herdkamera nicht mehr. Ist aber auch... Die sind aber ein bisschen zickig hier, meine Kameras, oder? Irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung. Aber vielleicht liegt das jetzt auch einfach an der Stromzufuhr hier. Ach, guck. Da kommt sie. Mal gucken. Ach, guck. Ja, das klappt ja ganz gut. Was ist das? Ja, geh mal wieder in den Tiefschlaf. So, jetzt komm nochmal. Nee, was ist heute los hier? Unfassbar. Also das hat aber ganz sicher was mit der Stromzufuhr zu tun. Irgendwo wird hier Strom abgezapft. Naja, so. Liebste Kartoffeln, ihr dürft jetzt 10 Minuten kochen. So, was ich aber eigentlich sagen wollte und weswegen ich diese andere Kamera gerade eigentlich ganz gut gebraucht hätte. Ich versuche möglichst viel vom Brokkoli zu benutzen. Das heißt, bei mir wird der Strunk nicht einfach abgeschnitten und weggeworfen, sondern der wird natürlich geschält. Und dann
klein geschnitten und auch noch mitgekocht. Und ich finde den tatsächlich super lecker. Also falls ihr zu den Verbrechern gehört, die den wegschneiden und wegwerfen, versucht es mal. Genauso wie ihr unbedingt mal versuchen solltet, bei einem Brokkoli die Blätter des Brokkolis außenrum mitzukochen. Das ist super lecker. Super lecker. Ja, also was man sehr gut machen kann, ist erst den Brokkoli kochen, den Blumenkohl kochen und danach dann die Blätter des Blumenkohls, also ohne die braunen Stellen, die manchmal haben, die schneidet er natürlich weg, aber die Blätter auch nochmal in demselben Wasser zu kochen. Ist ein ganz anderes Gemüse, aber super lecker. So. Ich esse übrigens im Augenblick Brokkoli-Zeit, kann man das so sagen? Weil ich habe jetzt ja wirklich 6 Brokkolas, ne? Ist ja die Mehrzahl. ich habe ja 6 Brokkolas hier und die sehen alle hervorragend aus. Da sind keine braunen Stellen dran, da ist nichts, was man irgendwie rausschneiden muss, da ist kein übermäßiger Sand drin, da sind keine Vogelspinnen drin oder Elefantenkot. Also nichts. Es ist Rot- und Rosenkohlzeit, sagt Stereo. So, und der Simme sagt, mein Brokkoli wird nur geschmort. So, und Spüli sagt, Brokkolas? Ja, natürlich, Brokkolas. Das ist die richtige Vergangenheitsform für Brokkoli. Ja, ja. Hier lernt ihr wirklich was fürs Leben. Ne? Irgendwas plätschert hier unter dem Topf. Ein bisschen Wasser übergeschüttet. So. Deckel. Oh, falsch. So. Stereo hat sich gestern einen Rotkohl gekauft. 33 Cent das Kilo. Das ist ja nix. Kitchen Servant. Absolut richtiger Hinweis. Das mit den Blättern vom Blumenkohl gilt auch für den Kohlrabi. Mit Blättern ist immer besser. Richtig leckeres Zeug, oder? Okay, der Flo sagt gerade, Juli, August und September sind Brokkoli-Monate. Alles klar. Danke. Spüli sagt, dachte immer, es ist Präteritum Brokkolase. Ja. Nee. Tut mir leid. Es ist wirklich Brokkolas. Das ist ja ein altes lateinisches Wort. Ne? Und ich kann ja Dinge durchdeklinieren, von denen andere noch nicht mal wissen, dass es die Wortform gibt. Ja. Flakton. Nabend. Ja, nun. Es ist, wenn man so viel Wissen und Weisheit, also es ist Fluch und Segen gleichermaßen, Spüli. Fluch und Segen gleichermaßen. Ne? So. Ha? The Brokkoli is cooking. Ich mache jetzt mal, normalerweise würde ich den 12, 13 Minuten kochen. Ich lasse den jetzt mal 7 Minütchen kochen. Mal gucken. Das wird wundervoll. So, Dana hat auch Stephanus direkt erstmal wieder durchdekliniert. Sehr gut. Stephanus Humanus Quatschus Est. Plato! Sag mal, was ist mit dir los? Ich habe extra wegen dir um 7:30 angefangen und dann kommst du fast eine Stunde zu spät. Unfassbar. Plato.
Oh. Dann geht jetzt hier erstmal positive Energie an dich raus, um deine Kopfschmerzen zu bekämpfen. Am besten mit einem Dokumentierergruß. Den haben wir schon lange nicht mehr versendet. Der hilft gegen Kopfschmerzen. Gute Besserung. Boah, Rotkohl. Erinnert ihr euch noch daran, wie wir letztes Jahr Rotkohl gemacht haben? Mit diesem unfassbaren Rezept. Mit Orangensaft, mit Brühe, mit Einlegen über Nacht, ja, in die Gewürze, am nächsten Tag dann ausbringen, aufkochen, nachgießen. Oh, herrlich, ey, das muss ich alles nochmal raussuchen. Ja, Plato, gerne. Gerne, wenn wir uns mal über den Weg laufen, immer der Dokumentierergruß. Ja, ist gut. Der Hellcat kommt hier schon, kaum mache ich den Dokumentierergruß, kommt Hellcat mit einem Nerdwitz um die Ecke geschossen. Kohl ist ja auch voll RGB. Rotkohl, Grünkohl, Blaukohl. So ist es nämlich. Dana sagt, das war am Tag, bevor ich nach Hause geflogen bin. Ich weiß es noch ganz genau. Wieso weinst du? Weil du nach Hause fliegen musstest? Es ist so schön in London. Wie lange darfst du denn jetzt hier in Deutschland eigentlich ins Exil? Wann wirst du denn wieder eingezogen nach UK? Ich habe mir ja hier meine absoluten Lieblingstöpfe gekauft, ne? Und ich will ganz kurz darauf hinweisen, diese Töpfe haben Deckel für die Ewigkeit. Die schließen die so dermaßen gut ab, das ist ein Traum, ey. Habe ich selten bei anderen Töpfen so gehabt. Selbst die Le Creuset-Töpfe, die ja schon ganz weit vorne sind. The Real Hellcat sagt, Freitag gibt's Doku-Gruß per Webcam. So ist recht. Dana erzählt das bald. Alles klar. No. Nochmal ganz kurz gucken hier. Der wundervolle Uhr ist da. Ja, ist es denn schon so spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Schön, lieber Uhr. Schön, dich zu sehen. So, 2 Minütchen brauchen die Kartoffeln noch. Aber das glaube ich natürlich erst, wenn ich sie probiert habe. Stereo fragt, ob das die IKEA-Töpfe sind. Stereo, du wirst jetzt gebrummfondelt. So. Die IKEA-Töpfe. Klopp dich auf 1,50, du. Drei Minuten noch. Eine Minute noch die Kartoffeln. So, ich gebe dieser Kamera nochmal eine Chance. Das verstehe ich nicht, dass sie so ein Theater macht. Pass auf, ich schalte mal erstmal hier hin. Und jetzt schalte ich mal dahin. What is los? Ey, wir haben doch heute Nachmittag hier getestet. Ich habe doch alles genauso gemacht. Es ist ein Wahnsinn. Naja. Das kann wirklich nur an der Stromversorgung, an dieser Verteilersteckdose hier hinten liegen. Und ich überlege gerade, kann ich das irgendwo anders reinstöpseln? So, jetzt kriegt es auf jeden Fall wieder Strom. Ne, die ist für heute durch. Alles klar, dann kann ich euch eben nicht so richtig zeigen, was hier auf dem Herd passiert heute. So, die Kartoffeln. Derer festkochende Kartoffeln, ja, sind auch durchaus festkochend. Mal gerade gucken, bin mir unsicher. Nee, komm,
Du kriegst noch mal 2 Minuten. Ist ja eigentlich skurril, ne? Dass man immer so... Ah, kann auch 1 Minute. Kann auch 2 Minuten, macht. Aber ich finde, es sind genau diese Kleinigkeiten, die normales Essen nachher zu einem guten Essen machen. Ja. Sweetie! Schön, dich zu sehen. Stereo, ich habe tatsächlich eine Pfanne von IKEA. Zeige ich dir gerne auch nochmal. Die ist wirklich gut. Lass ich nichts drauf kommen. Ist nur für meine Platthände nicht das Richtige. Schau mal, die hier, die Edelstahlpfanne, ist absolut geil. Hat diesen Griff hier mit dem Gummiüberzug. Der Griff wird knüppelheiß. Von unten vor allen Dingen, von oben lustigerweise nicht. Ich weiß nicht, wieso. Und dann packt man hier so dran und mit meinen großen Händen komme ich über das Plastik und verbrenne mir regelmäßig hier die Finger. Das heißt, die nehme ich wirklich gerne, wenn ich jetzt nicht ewig lange da drin was braten muss, ne? Aber ansonsten toll. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich bei einer Edelstahlpfanne bisher gesehen habe. Ich sag's ganz ehrlich. Oh ja, super. So wollte ich es. So, und jetzt ist wichtig, dass der Brokkoli möglichst gut ausdünstet und möglichst viel von der Flüssigkeit verliert. Weil je nasser der gleich ist, umso schwieriger ist es, eine stabile Schnitzelform hinzukriegen. Ja, perfekt. So, bei den Kartoffeln ähnlich, ne? Das heißt, das kann ich jetzt alles erstmal ausdampfen lassen. Und während das ausdampft, dampf ich mir einen rein. Ja, so witzig. So, der Flo sagt, du brauchst eine Kopfkamera. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich mal ganz witzig, ne? So eine Funk-Kopfkamera ohne Verzögerung. Ich habe meine damals mit Haferflocken gemacht, sagt Dana. Hast du die vorher eingeweicht, die Haferflocken? Und sie fragt, was ich zum Binden nehme. Dann nehme ich entweder Mehl, wenn ich merke, die Masse funktioniert so nicht. Aber in meiner Theorie müsste das mit den Nudeln fast schon ausreichen. Erdapfelorg sagt, nächste Woche ist mein Brutzelstübchen da. Sehr schön. Eine neue Küche ist super, oder? Oh. Das macht mir immer am meisten Spaß in der Wohnung, die Küche zu planen und einzurichten. Hm. Doktor... Oh, wie spricht man dich aus? Dr. 819? Nein, Dr. 890N. Oder einfach der Doktor. Guten Abend auf jeden Fall. Ah, Dragon. Alles klar, jetzt lese ich's. Okay, ich brauche immer bei Leadspeak, brauche ich immer noch Hilfe. Dragon, schön, dich da zu haben. Guten Abend. Und danke für dein Follow. Hier ist jetzt gerade kurz ausdünsten angesagt. Ja, ich habe ja eine sehr schwitzige Community
Und dementsprechend schwitze ich auch viel und das muss ja einfach mal ausgedünstet werden. Ach, wie schön. Ey, Kleintanne ist so super. Die kenne ich jetzt so viele Jahre und wir haben uns kennengelernt damals, als wir für Dedelic die Konzerte von Poki und seiner Band organisiert haben, als sie den Soundtrack zu Nadel und Faden und so live performt haben. 10 Auftritte. Und da war, weiß ich nicht, Tanne war 2 oder 3 Mal da und ich habe die sofort adoptiert. Was für ein liebenswerter, netter Mensch. Echt toll. Und jetzt haben wir wieder mehr miteinander zu tun und sind jetzt auch hier im selben Stream-Team. Yeah. Streamliners. Streamliners. Micha, ich habe heute übrigens mit Entsetzen festgestellt, dank Sanifox übrigens, dass ich selber gar nicht Mitglied unseres Stream-Teams war. Ich dachte, als Gründer des Stream-Teams bin ich automatisch auch Mitglied. Weißt du, was soll ich sonst gründen? Ja, aber ich musste mir dann auch erstmal eine Einladung schicken. Bin dann beigetreten. So, Blupsi will auch von mir adoptiert werden. Gibt's immerhin immer leckeres Essen. Ja. So, Stefan Reichert sieht in Leadspeak so aus, Stefan Reichert. Da ist für mich, sieht das eine aus wie das andere. Ja. Stefan. Ich habe übrigens eine Website reserviert. Die heißt The Awards. Und dann habe ich The Awards in Leadspeak geschrieben. Falls ich mal irgendwann größenwahnsinnig werden sollte und nochmal eine Preisverleihung organisieren möchte. Der Hellcat sagt, muss ich mir Sorgen machen, wenn ich das recht problemlos lesen kann. Dokumentierer groß, mein Lieber. Lakeside, Mensch, dich habe ich gar nicht wahrgenommen. Schön, dass du da bist. Guten Abend, Schnitzelgott. Ah, ja. Ja, ja. Du hast gestern aufgepasst, das freut mich. So, es dampft noch. Wenn es aufhört zu dampfen, machen wir weiter. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Also, ihr erinnert euch daran, dass ich ja schon mal versucht habe, Schnitzel zu machen, ja? Und das war eine absolute Vollkatastrophe. Das war einfach nur eine Matschepampe. Und letztlich ist da nichts anderes bei rausgekommen, als, also Blumenkohlschnitzel wollte ich machen, als, ich würde sagen, sowas Ähnliches wie Reibekuchen. Die in der Pfanne vor sich hingeschmurgelt haben, dann sind die nicht hart geworden beim Braten, ist alles auseinandergefallen, das war echt blöd, ey. Hellcat sagt Preisverleihung, kein DEP dieses Jahr. Echt schade, oder? Ach, Hellcat, ey. Der DEP. So, mal eben noch die. Oh ja. Super. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich zerdrück den Brokkoli hier schon mal so ein ganz klein bisschen in dem Sieb, um noch ein paar Tropfen Wasser rauszukriegen. Und dann schalte ich jetzt gleich um hier auf das Fenster. Und wir gehen mal an Thermomix. Ja, der DEP war immer die beste Weihnachtsfeier, da hast du so recht. Seht ihr das? Ja, ne? So, das muss ich mal eben zusammenbauen. Der war nämlich... Ja, ja, Herzensveranstaltung, ey. Die erste Preisverleihung zum Deutschen Entwicklerpreis, als ich die erste gemacht habe, haben wir die damals im... ich glaube, da hieß das Ding tatsächlich noch Moodia Art in Essen gemacht. Kann sich nicht mehr vorstellen, oder? Das Ding hat sich so etabliert, so cool. Und da gibt es dann Bilder von mir, Charlotte Engelhardt und ganz vielen anderen Leuten. Und ich bin auf die großartige Idee gekommen, als Motto des Abends From Dusk Till Dawn zu machen. Und dann, nachdem wir die Preise überreicht hatten, wohlgemerkt mit einer PowerPoint-Präsentation, habe ich mich durch die einzelnen Folien geklickt und ich habe eine Krawatte getragen. Ja, Anzug und Krawatte in einer Disco. Und obwohl die Preisverleihung als solche schon ein wirklich spektakulärer Höhepunkt war,
Mit Crysis übrigens als bestem deutschen Spiel. Nee, warte mal, Far Cry. Far Cry als bestem deutschen Spiel. Ja, ja, damals noch von Crytek gemacht, nicht bei Ubisoft. Und obwohl das schon so spektakulär war, habe ich noch einen draufgesetzt, indem ich gesagt habe, wir machen eine From Dusk Till Dawn Party. Und bei der From Dusk Till Dawn Party mussten wir natürlich dann auch den Tequila von den Beinen der Frauen trinken. So, das ging ja nicht anders. Das ist ja eine From Dusk Till Dawn Party. Ne? Ja, da hättet ihr aber mal die deutsche Games-Branche sehen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heute bin ich schlauer, heute würde ich sowas nicht mehr machen. Passt auch nicht mehr. Aber damals war es ein ziemlicher Knaller. So, also, in meiner Fantasie kommt jetzt hier Brokkoli rein. Und auf den Brokkoli kommen Nudeln, die ich heute Mittag gekocht habe und die übrig sind. Schön klebrig. Eine Handvoll. Das ist jetzt hier testen, ja? Ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich passiert. Dann kommt der Deckel da drauf. Wo ist er denn hin? Der Deckel. Ist er noch in der Spülmaschine? Ach ja. In einem guten Haushalt. Ist doch alles immer sauber. So, also. Deckel drauf. Und jetzt gucken wir mal. Okay. Das ging ja schnell. So. Dann gucken wir uns die Masse mal an, ne? Also. Aha. Das ist tatsächlich schon klebrig. Das ist nicht schlecht. Guck mal. Das ist interessant. Ich glaube, wenn ich das jetzt abkühlen lassen würde, würde das wahrscheinlich schon reichen. Interessant. Okay. So, aber ich will ja ganz sicher sein, ja? Um ganz sicher zu sein, kommt da jetzt noch ein bisschen Eiweiß rein. Und dafür kommt jetzt wieder Mr. Schnodder zum Einsatz. Viewer Games Arcade, Innovationspreis 2021, sagt der Micha. Aha, meinst du? Ja, ich habe ja da nichts mehr zu sagen, Micha. Ich kann dir nur die Daumen drücken. In der Hoffnung, dass du glücklich und erfolgreich wirst an diesem Abend. So. Mr. Schnodder. Schön das Ei reingeschlagen. Und jetzt brauche ich von dem Ei nur das Eiweiß, ja? Und dafür ist halt Mr. Schnodder super, falls ihr ihn noch nicht kennt. Bester. So. Ich freue mich immer noch. Na komm. Komm da raus. Das fühlt sich so dermaßen an wie bei kleinen Kindern. No, hast du da den Popel noch in der Nase? Komm, ich helfe dir kurz. So, den Rest benutzen wir gleich. Mr. Schnodder ist so geil. So, okay. Jetzt mache ich erstmal wieder den nächsten Test. Jetzt muss es ja nicht mehr zerstückelt werden. Also kommt das jetzt nicht auf Stufe 5, sondern ich will es einfach nur vermischt haben. Stufe 3. Ja, Plato, Vaterfreuden bei den Reicherts, genau. Nee, das Thema Kinder ist bei mir zum Glück durch. Da hilft auch Dr. Schnodder nichts. So, guckt euch das an, das ist super. Eine perfekte Masse, ja? Die kann man super formen. Ist auch schön, dass ich das sage, ist eine perfekte Masse. Und im Hintergrund
höre ich in dem Lied die Frau sagen, okay. Also, wann kommt der Käse? Stereo, der kommt gleich. So, jetzt ziehe ich wieder um. Und zwar hier hin. Zack. Und jetzt kommt das, vor dem ich ein bisschen Respekt habe, weil ich das noch nie gemacht habe. Also ich denke mir, ich mache jetzt hier auf Backpapier einfach einen großen Klecks. So. Okay. Das sind ja sogar zwei Schnitzel, ne? Can't wait. Ja, ich auch nicht. Geil. Selten eine Musik gehabt, die so zu meinen Kochkünsten gepasst hat. So, und jetzt ist meine Idee, das könnt ihr ja dann auch zu Hause so nachmachen. Ich bringe das jetzt hier in so eine Schnitzelform. Okay. Okay. So. Jetzt decke ich das zu, dass ich das einigermaßen vernünftig transportieren kann. Jetzt kommt das Ding ins Gefrierfach. So. Und da habe ich ja jetzt hier genügend Platz. Das muss ja jetzt nur runtergekühlt werden, also soll ja nicht frieren. Aber ich würde es schon so eine gute Viertelstunde würde ich schon drin lassen, denke ich. Ja, mal gucken. So, Stereo sagt, um Nina Hagen zu zitieren, ich sprühe es auf jede Wand, neuen Käse braucht das Land. Richtig. Epic Chopstick hatte dafür Panko benutzt, anstatt Semmelbröseln. Ey, das ist auch eine gute Idee. Das habe ich noch nicht. Nee, habe ich noch nicht. Ur sagt, Panko ist doch auch Paniermehl aus Semmel, nur halt feiner zerbröselt und halt japanisch. Ist das wirklich Semmel? Ich weiß es nicht. Aber sehr feines, fast schon pudriges Paniermehl, oder? Vertue ich mich. So, jetzt kommt Brokkoli hier rein. So, muss ja alles weg, ne? Und da kommt jetzt eben keine Nudeln rein. Ich habe zwar noch Nudeln übrig, aber hier kommen jetzt die Kartoffeln rein. Da muss man auch wieder aufpassen, dass da kein Wasser mit reingeht. Das braucht man nämlich nicht. So, und ihr seht, bisher habe ich ja noch gar kein Mehl im Einsatz, ne? Bin mal gespannt. Can't wait. Na, mal gucken. Also. Aha, interessant. So, schaut mal. Das ist jetzt eine ganz andere Masse. Dann nehme ich auch mal lieber die Gabel. So hatte ich das beim letzten Mal in etwa. Schaut mal, das ist wirklich eher Kartoffelpüree. Daraus kriege ich keinen Schnitzel. Okay, könnte man denn damit jetzt machen? Guck mal. Okay. Ah. Ist ja lecker. Aber das wird kein Schnitzel. Das ist einfach jetzt Brokkoli-Kartoffelpüree. Haupt. Oh, boah, ist das lecker. Was sagt ihr denn? Ach so, etwas gröber sogar. Nee, dann vertue ich mich.
Ich dachte, Panko ist das, womit die halt auch die Tempura-Panade machen. Hab ich verstanden. Ist das Reismehl? Schnitzel knuspriger durch Panko. Okay. Kommt auf meine Merkliste. Boah, ist das lecker. Okay, also. Der Versuch ist fehlgeschlagen. Zumindest für Schnitzel. Aber, den lasse ich mich gar nicht von beeindrucken, weil es ist so lecker. Sweetie sagt, dadurch hat das mehr Oberfläche und mehr Knusprigkeit. Siehste. Oh. Ja, okay, das, du wirst kein Schnitzel, aber du wirst in mir verschwinden. Super lecker. Boah. So, mein Chat hier ist wieder eingefroren. So. Lakeside sagt, ich dachte immer, das sei ein Stadtteil von Berlin. Ja. So, Lea und Micha sind genau gleich lustig. Ist Pankow nicht irgendwas mit dem letzten Zug oder so? Dana, ich dachte, Pankow ist das, wo Udo Lichtenberg hin will. Wer ist denn Udo Lichtenberg? Arp. Dumme, schmeckt total gut. Pankow. Ach so. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Moritzburg ist mein Sohn. Nee. Wie kommst du drauf? Sieme. Moritzburg ist aber auch ein geiler Name. Jawohl. Das ist er. Ein stummes W, sagt Epic. Pankow. Sonderzug nach Pankow. Ah, es ist so viel mit P heute. Micha, du hast absolut recht. Ja. Ach, hör auf. Ehrlich? Ja, das ist ja lustig. Hey, es lebe die Gesamtschule. Ja, guten Abend. Wie hast du denn hier hingefunden? Hör mal. Also ich meine, ihr könnt gar nicht früh genug anfangen, euch für hervorragende Kochsendungen im Internet zu interessieren. So Leute, würdet ihr mal gerade sagen, hier, das ist die beste Kochsendung, die ihr jemals im Internet gesehen habt? Einfach mal in den Chat schreiben, nur so. Also nur so. Kriegt eben. Ich statte euch eure Abo-Gebühren gleich wieder zurück. So. Jetzt geht hier um was. Nee. So. Ach so. Voll super hier, sagt der Hellcat. So. Hellcat, super Typ. Super Typ, der Hellcat. Ja, schön. Ja, hör mal. Wir machen gerade Schnitzel. Das ist jetzt nicht so super spektakulär. Also zumindest jetzt nicht für ich sag mal, die jungen Leute. Ne? Ja. So, guck mal da, was die Community schreibt. 1A Premium Content. Die beste. Wie spreche ich dich denn aus am besten? Simexokri? Oh Mann, ey. Simexokri. Xokbri. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, du hast ja völlig recht. Um die Uhrzeit. Mach das mal lieber. Guck mal, und die schreiben alle hier, die beste Kochshow. Ja, ist die beste Kochshow, die ich je im Internet gesehen habe, sagt der Joska. So Lake sagt, ich habe gehört, dass hier ist die beste Kochshow im Internet. So Blupsi sagt, es ist die zweite beste Kochsendung im Internet, die ich je gesehen habe. Bei der ersten besten hat jemand seinen Thermomix gefetzt. Der Simme sagt, hier wird gekocht. Ich bin nur wegen deines Körpers hier. Diese Muskeln. Ja, Simme, richtig, richtig. Komm, mach weiter.
So, Erdapfelorg sagt, das ist die beste Kochsendung, die ich jemals gesehen habe. Da kommt nicht mal Johann Lafer mit. Absolut richtig. Ja. Gordon Ramsay hat Soleike in den Kanal geschickt, um mich zu casten, denke ich mal. Oder abzugucken für Gordon. Der sucht ja immer neuen Content. Ne? Sime, dann hab einen schönen Abend. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Nacht. Dana sagt, ich finde es hier sehr schön. Ich werde hier immer ernst genommen. Es macht Spaß. Ja, das ist halt so Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Ne? Das ist auch, die Dana, die ist einfach auch so ein Sonnenschein. Mhm. So, hier, Jamie Oliver hat doch bei dir gelernt, oder Stefan? Stereo, ich gebe damit ungern an, aber es haben ja die meisten von mir gelernt. Ne? Hatte ich euch von diesem wunderschönen Moment erzählt, als ich in der Mac in den Speedrun von Densen reingeschaltet habe, ja, und Densen da wieder gottgleich vor sich hingedaddelt und ich habe irgendwas geschrieben in den Chat und saß hier mit meinen beiden Kiddies und dann sagte, hat der Densen das gesehen und hat dann tatsächlich gesagt, ah, der Reichert, hey, schön, dass du da bist. Ey, von dir habe ich das ja alles gelernt hier. Und die beiden mich so angeguckt, was? Echt? Oh, Papa ist ein Star. Ja, nun habe ich dann gesagt, ja, komm. Ich bringe so vielen Menschen was bei. Ja, und das ist einfach, das mache ich gerne. Ne? Hauptsache euch geht's gut. Ist ja mein Lebensmotto. So, Ur sagt, seit wann läuft denn hier hypnotischer, minimaler Deep House? Gefällt. Nur das Knistern der Nadel fehlt, ja. Du, ich habe Soundtrack laufen. Von Twitch, das neue Tool. Weißt du? Und da hörst du nachher im VOD, hörst du da nichts von. Aber ich habe einfach auf Chill House oder Chill Sound oder so gestellt und hier ist voll die Party gewesen bis zu genau diesem Moment. So, doch, da geht die Musik weiter. Sehr schön. So. So, Epic Shopstick hat eben noch gefragt, ob das ein Kühlschrank ist oder ein Weinschrank. Und es ist tatsächlich ein Kühlschrank. Und zwar, schau mal, Epic. Ich will gerne mal wissen, ob ich noch genug Milch habe. Ah, noch eine Flasche Milch. Danke. Ja. Wenn eine Stadt Pro-Gamer oder Speedrunner hervorbringen kann, dann ist es Essen. Densen 86, Essener Jung. So ist es. Genau so ist es. Ja. Epic Shopstick. Und ich sag dir, ich habe den tatsächlich nicht nur wegen diesem Klopfen, Strunz-Feature, gekauft, sondern ich habe den vor allen Dingen gekauft, weil der hier diese Minitür hat. Und dann machst du hier auf und hast hier vorne so die Sachen stehen, die du immer brauchst. Und dadurch saugst du nicht die komplette Luft aus dem Kühlschrank. Und hier auf der Seite habe ich ein riesiges Eisfach, wo ich dann, wie ihr ja jetzt gerade merkt, auch mal Sachen reintun kann, ohne dass ich immer unten die Schubladen aufmachen und altes tiefgefrorenes Zeug hin und her schieben muss. Und das ist schon super. Und der verbraucht tatsächlich ungefähr genauso viel Strom. Ein bisschen mehr habe ich letztens festgestellt. Ich hatte mal gesagt weniger, aber einen Tacken mehr. Ich glaube 20 Kilowatt oder so mehr als der alte Kühlschrank, der nur halb so groß war. Ja, und dafür aber 5 Jahre alt. Wie teuer ist sowas? Der hat gekostet 1,7. Allerdings habe ich den auch nicht unbedingt beim billigsten Anbieter gekauft, sondern ich habe den da gekauft, wo er verfügbar war. Oh, das ist so lecker. Halb ein bisschen schleimig. Hm.
Harakop. Lecker. So. Also. Ich würde sagen, ich gebe dem Schnitzel noch 10 Minuten. Und hole mir derweil mein Radler. Ja. 10 Minütchen noch. Epic, der ist übrigens von LG. Und lustigerweise, das wusste ich aber da zu dem Zeitpunkt nicht, als ich den gekauft habe, ist das die LG-Werbung, die jetzt im Augenblick gerade im Fernsehen läuft. Irgendwie mit True Vision oder irgendwie so. Ja. Aber ist cool. Also für mich erfüllt er alle Zwecke und ich habe den jetzt seit, Leute, seit wann habe ich den? 3 Monate oder so? Und in den 3 Monaten ist kein einziges Gemüse in dem Gemüsefach schimmelig gewesen oder irgendwie. Das ist schon, wie soll ich sagen, im Vergleich zu den anderen Kühlschränken, die ich vorher hatte, das ist schon geil. Weißt du, der bläst die ganze Zeit die Luft durch, da tropft nichts, da suppt nichts. Schon super. Dana, hör auf Soleike. Soleikwe. Oder Soleik. Wie soll ich sagen? Soleikwe oder Soleik? Ja, Epic, das wäre wirklich cool. Es gibt auch so einen von LG, glaube ich auch. Das ist dann hier ein großes Tablet. Aber das ist so schlecht bewertet gewesen. Die haben so geschimpft über die Apps und über die, dass das Ding so langsam ist. Hab ich gesagt, da tue ich mir nicht an. Nur um dann da irgendwas stehen zu haben, was irgendwie angeberisch und cool ein Riesentablet drin hat. Nö. Oh Mann, jetzt sagst du das zweite. Soleik. Das war das zweite, ne? Ich habe 40 Touchscreen zu Hause, das reicht, das muss reichen, da hast du völlig recht. Ja. Ja, Mehrzahl, Einzahl, Dana, mach dich nicht verrückt. Das muss man in deinem Alter noch nicht können. Ja. Ja, ja. Die Dana wird übrigens bald, können wir es sagen, Dana? Ne, wir haben es ja, am 26. wird die Dana 28, was zusammen 54 ist. Und die Quersumme davon ist 9. Und 9 ist ja die kodierte Wort für 666. Der Teufel. Ja, weil 3 mal 6, 6 und 3. So, 3 mal 6, 6, 6, 6. So, wisst ihr Bescheid. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich merke schon, ihr könnt alle nicht mehr tippen. Was ist denn los hier? Zwirbeln sich hier alle gemütlich Danas Wein rein. Ich mache derweil schon mal ein bisschen Ordnung. Boah, war das lecker. Das hat überhaupt nicht, das ist gar nicht das gewesen, was ich machen wollte. Aber bevor ich mir jetzt wieder die Schmach eines zerlaufenden Reibekuchens in der Pfanne gebe. So. Nee, du gehst hier vorne hin. So. Die Kupfertöpfe kommen natürlich auch in die Spülmaschine. Einmal. Und dann. Ich glaube, das wäre für mich so ein Scheidungsgrund oder so. Wenn jemand meine guten Messer oder meine Kupfertöpfe in die Spülmaschine tun würde. Betrügen, Fremdgehen, alles in Ordnung, aber Küchenequipment kaputt machen, ja? Also wenn irgendwo hört's auf.
So. Was mache ich denn, Leute, wenn ich jetzt gleich feststelle, dass die Mischung von gekochten Nudeln und nicht ganz durchgekochtem Brokkoli und ein bisschen Eischnodder, wenn das des Rätsels Lösung für den perfekten Fleischersatz ist, dann sind wir heute Abend hier, also da seid ihr Zeugen eines historischen Kochmoments geworden und ich Milliardär. Ne? Ja, wollte es nur schon mal darauf hinweisen. Oregano. So, Stefan, was ist eigentlich dein Lieblingsgewürz? Meines ist Oregano. Wenn ich etwas überbacke, ist das so gut? Oh, das ist eine schöne Frage, Stereo. Und ich zeig dir was. Also mein Lieblingsgewürz, ja. Ich unterscheide immer zwischen Gewürzen und Kräutern, aber schau mal. Oregano. Ich habe immer frischen Oregano hier in der Küche. Und auch frisches Basilikum. Und als Lieblingsgewürz muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, Currypulver. Ist so. Also das, was ich am meisten irgendwo verwende, Currypulver. Mhm. Dana ist für immer 42, sagt Blupsi. Ach, 21, Entschuldigung. Ja, wieder verguckt. So, Sweetie hat als Antwort auf deine Gewürzfrage übrigens gesagt, Glühwein. Also ich kann nicht meckern, Stereo. Musst du mal ausprobieren. Ist ein anderer Geschmack. Kannst du nicht vergleichen mit getrocknetem. Ist einfach eine andere, sanfter, würde ich sagen. Es ist sanfter, aber es macht viel mehr Spaß, den zu essen, weil du schmeckst den halt. Ja, du hast halt richtig, Augenblick. Du hast halt richtig alle paar Bissen hast du halt ein schönes Blatt im Mund. Ja? Und wenn du da drauf beißt und das so zermalmst, ist das super lecker. Labs TV sagt, hey Reichert, ich bin ebenfalls wie du ein Leidensgenosse. Hast du dich mal mit der Heidecke befasst? Was ist das? Heidecke? 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 Hilf mir. So, 10 nach 9. Ich hole jetzt der Schnitzel. Sag mal, was habe ich mir denn hier auf die Brille geschmürt? Ich hole jetzt mal meine angekühlten Schnitzel aus dem Gefrierfach. Oder wisst ihr was? Nein, wir geben noch ein bisschen Zeit. Hier das Ei. Das brauchen wir jetzt gleich zum Panieren. Mr. Schnodder, vielen Dank. So, dann Paniermehl. Und gestern habe ich viel zu viel Mehl benutzt. Also nicht benutzt im Sinne von so richtig benutzt, sondern in der Schüssel gehabt. Ne? Deswegen heute nur ganz wenig Mehl. So. Das sollte reichen. Oh, ich bin noch ganz aufgeregt. So Lake sagt, ist Sojasauce ein Gewürz? Ich spreche dich jetzt einfach jedes Mal unterschiedlich aus. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ist Sojasauce ein Gewürz? Ich denke ja. Und Sojasauce habe ich so ein bisschen aus meinem Alltagskochen verbannt,
weil ich ganz viel brate und beim Anbraten Sojasauce sehr, sehr schnell verbrennt und dann einen doofen Geschmack gibt. Deswegen ist Sojasauce für mich eher eine Tinktur geworden, weißt du, wie beim Sushi. Also ich mache ganz viele Sachen, wo ganz am Schluss dann nochmal Sojasauce mit auf den Tisch kommt. So, und Stereo fragt, ob die Worcester-Soße wirklich eine Soße ist. Nee. Nee. Ist keine Soße. Ich finde, das ist halt auch ein Gewürz, ehrlich gesagt. Und Teichfrosch hat eben gefragt, ist das ein spezielles Currypulver? Also, pass auf, Teichfrosch. Es gibt hier eine Curry-Geschichte. Die ist echt zu schön. Guck mal. Ich habe hier zwei Currypulver. Das hier hat mir meine Haushaltshilfe hier gebracht. Mild Madras. Kostet, glaube ich, 99 Cent. Keine Ahnung. Kriegst du in jedem Asien-Shop. Und sie liebt das heiß und innig. Gibt es in der Variante. Und du siehst, hier habe ich auch schon ordentlich benutzt und fast leer gemacht. Und die gibt es in der scharfen Variante. Die habe ich hier auch. Nee, das ist sie nicht. Augenblick. Da. So, und hier kannst du sehen, habe ich deutlich weniger von benutzt. Das ist nicht ganz so mein Fall, aber auch ganz lecker. So, dann habe ich hier ein Currypulver aus dem holländischen Supermarkt. Curry. Und dieses Mild Madras und das hier sind einfach hammerleckere Gewürze. Ich kann es nicht anders sagen. Einfach hammerlecker. Aber ich bin mir durchaus im Klaren darüber, wenn du irgendwo so eine Tüte für 99 Cent kaufst, ja, was soll das für eine Qualität sein? Also ich versuche tatsächlich eher auf sowas hier zu gehen. So hochwertig produziertes Currypulver, ja, wo du einfach weißt, du zahlst hier den 7- oder 8-fachen Preis und wenn man ein bisschen im Internet liest, dann scheinen die auch vernünftig mit ihren Zulieferern umzugehen, haben hier ein Fair Trade Siegel hinten mit drauf und so. Es geht ja auch immer so ein bisschen um sowas, ne? Aber geschmacklich ist das Currypulver hier, das holländische Billigzeugs, ist einfach das Beste. Worcester, was habe ich gesagt? Worcester, ne? Habe ich gesagt. Worcester. So, Erdapfelorg sagt, wie stehst du zum Thema Homematic? Ja, was ist denn das? Warte mal. Ich muss mal gerade gucken. Das sagt mir was. Aber bevor ich dir sagen kann, wie ich dazu stehe. Homematic. Ach, das ist dieses smarte Wohnen, ne? Oder? Homematic IP Smart. Hm. Habe ich hier nicht im Einsatz tatsächlich. Also ich habe jetzt so die ersten Dinge, die so ein bisschen smarter sind bei mir tatsächlich. Die habe ich jetzt hier im Einsatz. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Überwachungssystem, ja, was ich dann per App steuern kann und immer genau sehe, wer wo jetzt gerade hier, wie Leute aufs Klo gehen, ob sie zum Beispiel abziehen, ne, wird natürlich überwacht hier. Ja. Oder Hanno, den gucke ich gerne beim Schlafen zu, da habe ich dann halt eine Kamera bei im Gästezimmer. Ne? So. Also das sind so smarte Ansätze, die ich hier verfolge. Ich habe letztens kurz davor gestanden, mir so Regler für die Heizung zu holen. Wo man dann so per App-Steuerung sagen kann, nick, mach mal hier, mach mal da und dann. Aber da bin ich irgendwie dran gescheitert dann. Also an der intellektuellen Herausforderung. Ich glaube, ich habe mich gefragt, wie ist das mit dem Batteriewechsel? Muss man dann da jedes Mal, gehe ich von aus, ein Kabel aus der Steckdose in die Heizung, einfach anklemmen auf der rechten Seite, weißt du, abtrennen, die Kabel blank machen und dann so mit Tesafilm dran kleben an die Heizung, damit der Regler genug Strom hat. Ne? So, und dann muss man ja überlegen, muss ich das überhaupt machen als Mieter? Oder muss das nicht mein Vermieter machen? Ist das so, weißt du, so? Hm? Da bin ich ja noch nicht so richtig weitergekommen. Derni, heute ist doch Dienstag, oder ja? Derni, wir haben heute einen Techniktest gemacht, der hervorragend funktioniert hat.
Eigentlich hat der wirklich super funktioniert, aber komischerweise, das Knacken ist weg, aber dafür funktioniert die Herdkamera nicht mehr. Pass auf. Ja, das hat der Micha kaputt gemacht, Real Hellcat. Aber gut. Und da habe ich dann kurz gefragt, eine demokratische Mehrheitsabstimmung gemacht, ob ich heute Abend kochen soll. Und es haben, hat einer gesagt, ja. Ferox hat gesagt, ja. Und deswegen habe ich gesagt, gut, da bin ich. Ne? So war das. So. Volkura fragt, ob ich das auch in der Dusche habe. Natürlich, da habe ich mehrere. So, pass auf, jetzt kommt das hier raus. So, es ist schön kalt geworden. Ist es auch härter geworden als eben? Ja, ein bisschen. Nicht so hart, wie ich es gedacht hätte. Okay, also jetzt kommt so ein bisschen der Moment der Wahrheit, ja? Oh, ich sehe gerade hier neue Follows reinkommen. Dann schaffen wir die 3.500 neuen Follower hier am Follower-Stream-Tag. Schaffen wir. Es rauscht rein. Charlovane ist neu dazugekommen. Mike ist neu dazugekommen. Crystal Matt ist neu dazugekommen. Es rauscht durch. Danke für eure Follows und herzlich willkommen. Marvin, schön dich zu lesen. Ich habe eben gesehen, du hast mir einen Host reingegeben. Vielen Dank dafür. So, Leute, jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ja? Ob sich das hier alles gelohnt hat. Mal schauen. Also. Nein. Oh, reicht das? Ganze Mühe. Umsonst. Mir ist das hier umgeknickt. Ah, okay. Die Ränder sind tatsächlich angefroren. Das ist gut. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, ob sich das jetzt hier alles gelohnt hat, das ganze Gezappel. Salz brauchen wir hier jetzt nicht mehr dran zu tun. Ihr erinnert euch daran, gestern habe ich ja dem Hanno noch gesagt, ich tue hier ins verquirlte Ei immer ganz gerne auch ein paar Gewürze mit rein. Ne? Aber dadurch, dass sowohl der Brokkoli als auch die Kartoffeln ja sehr salzig gekocht wurden, ist Salz jetzt hier nicht nötig. Was man jetzt machen könnte, es würde jetzt hier zusammenessen eigentlich ganz gut passen, wäre ein bisschen frischen Knoblauch zum Beispiel hier reinreiben, ja? Oder was auch super lecker ist, was ihr mal ausprobieren solltet, ist frische Zitronenschale. Ins Eigelb, ja, schön mit reinrühren und dann panieren. Super lecker. Senf könnte man auch reintun, genau. So, aber ich möchte heute vor allen Dingen ja ausprobieren, ob das grundsätzlich klappt, was ich mir hier überlegt habe. Mit dem, guck mal, ist nicht schlecht, ne? Es hätte noch ein bisschen länger drin bleiben können. Also wenn es jetzt gleich auseinanderbricht, dann sage ich einfach, es war nicht lange genug im Gefrierfach. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch. Ich brauche noch einen Teller. So. Tief durchatmen. So. So. Boah, ehrlich, ey. Wirklich, wirklich spannend für mich. So. Sieht nicht schlecht aus. Noch ist es stabil. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das auch stabil auf den Teller kriege. Okay. So, jetzt das andere. Weg. Hier war ein bisschen mehr Paniermehl. Oh. Die Musik macht es auch spannend, ne? Ne, es hätte tatsächlich, Leute, ich sag's euch, es hätte ein bisschen länger im Gefrierfach sein können. Merken wir uns. Aber ich nehme jetzt einfach hier Hilfsmittel dazu.
So. So. Und hier kenne ich ja nichts, ne? Ihr habt es gestern gesehen. Ich bin ein experimentierfreudiges Schweinchen an der Panierstraße. Oh, ich habe ein bisschen wenig Ei. Das ist aufregend. So. Ups. Nein, es ist eine Seite abgebrochen. Egal. Egal, wir lassen uns auf den letzten Metern nicht unterkriegen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. So. Du wirst jetzt auch noch paniert, ob du willst oder nicht. Okay, also hätte das... Ach, wisst ihr, was sein kann? Das ist natürlich eine Sache, die habe ich nicht bedacht eben. Ich habe das ja ins... Genau, genau. Guck mal, das kam aus dem Topf raus und es war noch warm. Also, es ins Gefrierfach zu tun, ist grundsätzlich die richtige Idee. Aber es war noch, ja natürlich, weil es noch zu viel Eigenwärme hatte, ist es noch nicht, ja, war es noch nicht perfekt. So, guck mal. Also, so sieht es jetzt aus. Es könnte schlimmer sein, aber es könnte auch schöner sein, oder? Na, wir gucken mal. So. Teller, bleibst du bitte hier. So. Eich in die Spülmaschine und dann bin ich gleich wieder ganz bei euch. Reichards Kochexperimente. So. So, auf geht's. So, das ist übrigens ein alter Trick. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber falls nicht, macht es mal. Man kann Backpapier total gut abwaschen, kurz trocknen und dann wieder benutzen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie total unbedingt am Backpapier sparen muss, aber mit dem habe ich ja nun wirklich gar nichts gemacht. Da habe ich ja noch nicht mal, ist ja noch nicht mal 10 Grad Temperatur dran gekommen und deswegen nehme ich das nochmal. So. Oh, ich bin gespannt. So, was ist hier passiert? Was habt ihr gemacht? So, der Lafer, der macht immer geschlagene Sahne ins Eigelb. Jo, das habe ich gesehen. Eisdealer, schön dich zu sehen. Das ist eine feine Sache. Man kann das übrigens auch mit geschlagenem Eiweiß. Geht das auch gut. Das neue Waschpapier ist wie Backpapier, nur waschbar. Ja. So, jetzt dürft ihr übrigens zu Hause nicht... die falsche Pfanne nehmen für eure Kochexperimente, ja? Also, ich will ja jetzt frittieren. Das heißt, die wird richtig knackerheiß. Nehmt also auf keinen Fall eine beschichtete Pfanne. Die macht ihr euch kaputt. Der Landjäger. Nabend. Plato, absolut richtig. Wenn ich matschen kann, dann ist der kleine Junge in mir glücklich. K.
kannst du, wenn du mit Hanomal Steaks machst, gucken, ob pürierte Ananas als Zartmacher funktioniert. Das ist aber gemein. Kann ich. Aber nach unseren Salzkochexperimenten würde ich tatsächlich, Stereo, immer lieber ein Steak mit Salz einreiben von beiden Seiten und das schön abends in den Kühlschrank tun und am nächsten Tag dann rausnehmen. Als Ananas. Ja, klar, ich wische von der Butter schmalz in der Pfanne. Ne? So, diesmal machen wir nicht ganz so viel rein, weil wir haben ja auch nicht so viele Schnitzel. Ach so, nee, Quatsch, die lasse ich draußen. Die brauche ich morgen nochmal. Hatte ich etwa Störgeräusche? Butter ist nur gut mit mehr Butter. Ja. Ja, du, das kann aber tatsächlich sein, dass ich jetzt, ich habe ja hier zu Hause nicht die stabilste aller Internetleitungen, leider. Und das können gut damit zusammenhängen. So, boah. Was bin ich aufgeregt? Ob das jetzt klappt? Also wenn die jetzt auseinanderfallen, habe ich mein Ziel nicht erreicht. Also sie jetzt so richtig auseinanderfallen. Ja, die dürfen meinetwegen in der Mitte zerbrechen. Das gestehe ich ihnen zu. Aber eigentlich will ich auch das nicht. Ich will eigentlich jetzt ein wirklich glückliches Schnitzel. Obwohl, wisst ihr, was auch sein kann? Ah, ich habe nur noch einen Balken. Ich glaube, meine Batterien gehen einfach auch zur Neige. So, komm her. Komm, du Papa. Jo, komm du in deine Pfanne. Kommst du auch zu Papa? Kommst du auch in die Pfanne? Und du kleines Babystückchen, kommst du auch da schön zu Papa in die Pfanne. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Wäre jetzt schön, wenn die Herdkamera funktionieren würde, ne? Naja, aber so, ihr könnt es ja auch erahnen. Ihr müsst halt jetzt hier unten hingucken. Da, Evil Girl. Ach, wie schön. Na, schön, dass du da bist. Ja, ich muss eine Brechstange für Kolea brechen. Der war schon eben hier. Schon vor, ich würde sagen, anderthalb Stunden. Ja. Und dann ist er wieder verschwunden. Keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Ob ich Corona gut überstanden habe? Tatsächlich bisher ja. Aber ich nehme die Krankheit auch sehr ernst. Also ich mache ganz viel, um es nicht zu kriegen und auf mich aufzupassen und andere aufzupassen. Ja. Und wirtschaftlich ist das ja ein bisschen schwierig zu sagen, ne? Ob man das wirklich gut übersteht, überstanden hat. Keine Ahnung, ey. So, der Eisdealer sagt, ich schaue genau da unten hin. Das klingt so falsch, Eisdealer, aber ich habe es ja selber gesagt, ne? Und da, Evil Girl, wie ist bei dir? Da, Evil Girl ist regelmäßig als Volontärin bei unseren DEFCON-Events mit dabei. Mhm. Ja, ja. Genau wie Lea übrigens. Und Micha, warst du nicht auch mal als Volontär dabei? Oder vertue ich mich jetzt? Ach Gott, die Einschläge kommen näher, sagst du da, Evil Girl, ja?
Ja, ja, ich drücke euch die Daumen. Ich habe das hier schon erzählt, bei uns im Dorf ist es jetzt auch angekommen, richtig mit den ersten, leider, den ersten Todesfällen auch und so. Also es ist einfach eine Dreckskrankheit, ey. Drücke dir die Daumen. Ne? Ja, ich bin hörig, sagt der Eisdealer. Ja, nun. Es ist halt einfach, ne? Ja, stimmt. Micha ist ja auch, eigentlich bist du ja auch unser Volontär, ne? Weil du ja so toll immer ab und an mitmoderierst auf dem DEFCON-Kanal und so. Du gehörst ja eigentlich auch in die große Familie. So, also, schaut mal, ich gehe mal gerade an die Kamera ran. Das nimmt schon gute Formen an. Doch schon ganz geil aus, oder? So. Nö, ich will nicht meckern. Also es ist okay, was ich hier sehe. Ist natürlich erstmal anders, ne? Ist ja klar. Also auch die Panade hat da nicht so dran gehalten im ersten Moment, wie ich gedacht habe. Jetzt sieht's aber ganz geil aus. Guck mal. Ich finde, das kann man durchaus gelten lassen. Und wenn ich jetzt das Ganze wirklich... wirklich länger gekühlt hätte und kühl in den ins Gefrierfach getan hätte, ich glaube, dann wäre es ein ziemlicher Knaller sogar. Weil dann hätte ich es härter panieren können, ne? So ist es jetzt... Musste ich ja beim Panieren ein bisschen aufpassen. Also, Brokkoli mit gekochten Nudeln und dem Eiweiß von einem Ei. Gemixt im Zerstörermix da hinten. Dann formen, dann auskühlen lassen, merken wir uns. Auskühlen lassen, dann ins Gefrierfach. Muss man gerade gucken. Ja, ja, tatsächlich. Wenn man sieht, hier, das wollte ich gerade noch mal gucken, aber das, warte, zeige ich euch. Man sieht jetzt tatsächlich, wie viel Flüssigkeit da noch dran war. Bin gleich wieder da. Bin kurz im Kühlschrank. Meister, kann ich das hier rauskratzen? Ja, Meister. Ich schabe schon, Meister. Ja, ich bin eine Schabe. Ich weiß, Meister, ich weiß. Ja, ja, natürlich, Meister. So, für Sie mache ich das alles gern, Meister, nicht wahr? So, aber könnten Sie mir nicht beim nächsten Mal wenigstens ein Werkzeug geben, Meister? So, schaut mal. Das schmilzt jetzt natürlich total schnell. Können wir das sehen noch? Das ist relativ viel gewesen. Ich würde sagen, so ein Teelöffel voll Wasser, den ich da weggekratzt habe. So. Und es ist fertig. Ja, super. Oh, herrlich. Geile Idee, geiler Geruch. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Guck mal, heute Abend mache ich jetzt mal keine Schönheitsfotos. Ist ja eher so ein Essensexperiment, ne? Aber was sagt er?
Biderni macht sich wieder Sorgen. So, was für einen Käse hast du denn da reingemacht? Gar keinen. Ich hatte erst geschrieben Käse, ich wollte es füllen. Ich hatte gedacht, ich mache mit dem Kartoffel und Brokkoli, mache ich dann auch einen Schnitzel. Und das hätte ich dann gefüllt. Also sieht wirklich gut aus, oder? Ich bin ganz zufrieden. Tatsächlich. Ich mach doch mal ein Foto. Ach, der Teller ist so dreckig. Ach Mensch, das Leben ist so kompliziert. So. Aber ihr habt ja recht, ne? Eigentlich, es ist so schön geworden. Und dafür, dass es das erste Schnitzel, Brokkolischnitzel, auf meinem Weg zum Veganer und zum Nachfolger von Attila Hildmann ist, ist natürlich, das muss man natürlich fotografieren, ne? Ja. Am Blick. Hey, ein neues Abo. Ein Abo. What? Ich krieg ein Abo. Für dich, du wundervoller Mensch. Kann ja leider gar nicht gucken. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja. Schön. Oh, das sieht ganz gut aus. So, Abo. Was war? Der Gaius. Ja, danke dir. Da freue ich mich aber sehr. Vielen, vielen Dank. Attila isst aber keinen Käse. Ach, Unsinn. Käse kann auch vegan sein. Lass mich mal machen. Nee, aber was ich tatsächlich letztens in einem veganen Kochbuch gelesen habe, und das werde ich definitiv mal ausprobieren, ist aus Cashewnüssen so eine Creme zu machen. Und so Pasten und sowas. Das werde ich mal machen. Ich habe dann allerdings in dem Buch auch gelesen, man soll das die Cashewnüsse unbedingt über Nacht in Wasser stellen, damit da irgend so ein Nussgift rausgelöst wird, weil das, da darf man nicht mit drin haben. Und da haben sie mich wieder so ein bisschen verloren, weil ich esse ja auch hier abends vorm Fernseher einfach mal so eine Tüte Cashewkerne, ohne die vorher über Nacht zu wässern. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja. Also esse ich das Gift ja sowieso mit. Aber nun, mal gucken, ne? Da kann man ja mal sehen. Der Gaius sagt, obwohl kein Käse drin ist, schaut es gut aus. So, und jetzt probieren wir. Jetzt wird probiert. Geil. Peldon, absolut richtig. Schau, was das Gift aus dir gemacht hat. Gut, da habt ihr mich jetzt natürlich, ne? Ein bisschen heiß. Aber ansonsten sehr, sehr lecker. Wirklich geil. Kann ich nicht anders sagen. Geil. Also man könnte jetzt, ich weiß nicht, warte mal. Heiß. Das ist heiß. Also jetzt, wo ich so esse, ne? Ich würde es beim nächsten Mal noch ein, da muss noch irgendein Gewürz ran. Zimt zum Beispiel. Ey, was ist hier los? Soundtrack hat sich vor das Bild geworfen. Seht ihr mich noch? Warte mal. Soundtrack, was ist denn mit dir los? Habe ich die Liste leer gespielt oder was? Wir konnten das Plugin OBS Studio Companion nicht installieren. Bitte starte neu. Das fällt dir jetzt auf, dass du das nicht installieren konntest. Du hast seit anderthalb, 12 Stunden machst du hier Musik und sagst mir plötzlich, jetzt geht's nicht. Ja, leck mich doch an der Fott. So, da ist die Musik wieder. Ah, ein bisschen chillig. Nee, also tatsächlich, ich glaube,
Der, das ist also wirklich interessant, der Brokkoli-Kartoffel-Mix, den ich eben gegessen habe, ne? Perfekt gewürzt. Saugeil. Und bei dem kleinen, ja, was war das? Mini-Abbruchkännchen, was ich hier eben gegessen habe. Da merkte ich schon, da könnte noch was dran. Da könnte noch was dran. Ich muss nochmal ausprobieren, was genau. Vielleicht doch nochmal mehr Salz, ja, weil die Nudeln vielleicht nicht so salzig waren, ne? Warte mal. Die Nudeln habe ich zwar auch in Salzwasser gekocht, aber. Ja. Deutlich weniger salzig als die Kartoffeln. Ja, da ist der Übeltäter. Okay. Da will ich beim nächsten Mal einfach nur ein bisschen mehr Salz dran tun. Und dann diese Idee mit der Zitrone. Ich glaube, das wäre geil. Nächsten Montag probiere ich das mal mit dem Hanno. So, da will der was Leichtes. Da kriegt der paniertes Brokkoli-Schnitzel. Ist ja was Leichtes. So, Freunde der gehaltvollen Verdauung. Es war mir ein Richtfest. Schön, dass ihr mit mir diesen Abend spontan verbracht habt. Ich gehe jetzt auf die Knautsch und genieße meinen Abend. Chille hier noch ein bisschen mit den Dance Beats. Ein bisschen Ausdruckstanz mache ich. Ne? Bin schon wieder ganz außer Atem. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen um 11 Uhr zu Games und Kaffee auf dem Kanal der DEFCON. DEFCON-Konf. Kommt gern vorbei. Ich habe tolle Gäste da. Der André Bernhard ist wieder dabei. Und der Ben Zuckerer, der CEO von Sipsoft. Und wir reden über Tibia, wir reden über die Geschichte von Sipsoft. Wir reden über Brasilien, den brasilianischen Markt und über Spiele allgemein. Das wird sehr nett. Da Evil Girl fragt, gibt es ein Rezept zu den Schnitzeln? Noch nicht, nee. Ich komme im Augenblick nicht hinterher, die Sachen aufzuschreiben, da Evil. Aber irgendwann, wie wir sagen. Irgendwann, ne? So, ihr, dann schlaft alle gut. Passt auf euch auf. Ich zeige euch zum Abschluss noch ein bisschen hier Regenbogenfarben. Es ist so geil. Ah, ja, der Hellcat, ey, alles kaputt gemacht hat er mir. Naja, komm, man kriegt heutzutage, ne, kein gutes Personal mehr, ne? Ja, der Hellcat. Mann. Ist die Hölle mit dem Hellcat. Naja. So, wo wollen wir hin? Der arme Micha, ne? Was der sich immer anhören muss. Komm, wir gehen zu Montana Black. Oh, wir können auch zu Farbenfuchs gehen. Nee, wenn der Sven live ist, dann gehen wir natürlich zu Sven, ne? Aber ich gucke erstmal, ob Kleintanne vielleicht live ist. Mal gucken. Dann können wir die ja. Ne, ist nicht live. Oder Shigeako. Auch nicht. So, dann gehen wir zu Sunny Fox. Oder wir können zu Darth gehen. Darth ist doch live. Darth Bronka. Ja, komm, wir gehen mal zum Darth. Der hat's doch nicht anders verdient. Ja, da gehen wir jetzt hin. Darcy! Die charmanteste Community im Netz kommt zu dir. Di, 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 di.